Hallo ihr Hübschen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Tanja und heute reden wir mal wieder über Bücher. Und zwar zeige ich euch heute, was ich so im November 2020 gelesen habe. Und ich hoffe, dass es dabei still bleibt. Ich wollte dieses Video nämlich eigentlich gestern schon aufnehmen, aber irgendwie wird hier im Haus eine Wohnung saniert und es war den ganzen Tag Gebohre und Gehämmer und es hört sich an, als würden sie die ganze Hütte auseinandernehmen. Ich hoffe, wir bleiben heute soweit ruhig, dass ihr mich versteht. Ja. Ich habe im November einiges beendet und auch etwas abgebrochen. Einige werden schon erahnen, was es ist, falls ihr mein Currently Reading gesehen habt. Aber ich zeige es euch trotzdem. So, also legen wir doch mal los. Angefangen hat der Monat mit einem Buch, das ich eigentlich größtenteils schon im Oktober beendet hatte, aber da haben noch 50 Seiten gefehlt und deswegen zeige ich es euch heute. Nee, zeige ich es euch erst heute. So, nämlich Just Like You von Nick Hornby. Nick Hornby ist unter anderem auch der Autor von High Fidelity, Juliet Naked und einem Haufen anderer Bücher, die zumeist auch verfilmt wurden. Ja, Just Like You ist sein neuestes Werk und es geht hier um Lucy. Sie ist, ich glaube, 40 oder ist sie schon 40? Über 40, 42. Ja, Lucy, 42, geschieden, zweifache Mutter von zwei Jungs und sie geht jeden Samstag in einer Metzgerei einkaufen für ihre Jungs, weil die sind totale Fleischfresser und dort lernt sie Joseph kennen. Joseph ist 22, ist dort Aushilfsmetzger und er ist auch Fußballtrainer in einem Jugendclub und eigentlich träumt er davon, als DJ ganz groß durchzustarten. Und ja, die beiden treffen irgendwie aufeinander und ja, da prallen halt zwei Welten aufeinander und irgendwie kommt es dazu, dass Lucy Joseph fragt, ob er vielleicht mal auf ihre Jungs aufpassen könnte und dann geht's weiter, dass die beiden halt auch zueinander finden und sich verlieben. Es war mein erstes Buch von Nick Hornby und ich fand es interessant. Sagen wir es mal so. Er hat einen sehr nüchternen Schreibstil, also nicht besonders emotional. Und das war einerseits cool, andererseits auch schlecht. Denn natürlich fiel es mir so schwer, ja, das Prickeln zwischen Lucy und Joseph spüren zu können. Andererseits hat Hornby es aber auch geschafft, so richtig unangenehme Situationen, die die Figuren erlebt haben, dadurch richtig plastisch darzustellen. Also, das war so unangenehm. Es gibt so eine Szene in einer Bahn, wo Joseph einer Frau sagt, dass er mit Lucy geschlafen hat. Und das hat er ihr vorher nicht gesagt und er schreibt es ihr per SMS. Und das ist also ein nonverbaler Austausch und man ist trotzdem so. Es ist so unangenehm und man. Ist so Fremdscham und. Kennt ihr das, wenn man so peinlich berührt ist und denkt, ach nee. Ja, so, also das konnte Hornby sehr gut. Im Prinzip fand ich es cool, dass hier zwei wirklich normale Personen dargestellt wurden, mit normalen Problemen. Keiner ist perfekt. Allerdings gab es halt auch in meinen Augen den Makel, dass die Beziehung von Joseph und Lucy von Dingen überschattet wird, die einfach Mumpitz sind. Also, das findet nur in ihren Köpfen statt. So, man hätte bei diesem großen Altersunterschied halt viel mehr aus der Außenwelt auf sie einprasseln lassen können. Und das fand aber irgendwie nicht statt. Das könnte jetzt aber auch zusammenhängen damit, dass dieses Buch zur Zeit des Brexits spielt. Also kurz vor der Abstimmung, ob der Brexit stattfinden soll oder nicht. Und Hornby vergleicht vieles vom Brexit mit dieser Beziehung zwischen Lucy und Joseph. Jetzt bin ich aber so ehrlich und sage, das hat bei mir nicht immer gezündet und ich bin mir nicht sicher, ob ich immer verstanden habe, was Hornby mir sagen wollte.
Also, Buch habe ich für eine Lovely Books Leserunde gewonnen und konnte mich da auch austauschen und also ich glaube, da waren einige dabei, die das nicht unbedingt so interpretieren konnten. Also, es ist schwierig. Also, es gab im Abschlusssatz, gab es dann noch mal was, wo man halt so richtig mit der Nase drauf gestoßen wurde, so ein bisschen. Aber so richtig, ich weiß nicht. Ich glaube, ich muss noch mal ein Buch von Hornby lesen, um ja, mit seinem Schreibstil vielleicht ein bisschen vertrauter zu werden. Also es war kein schlechtes Buch, aber ich, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe. Ich bin da ganz ehrlich. Das zweite Buch, das ich gelesen habe, ist der zweite Teil einer Trilogie, nämlich Mika und Liz, Verlier dein Herz von Nicole Obermeier. Lasst euch nicht abschrecken, dass das ein zweiter Band ist, denn man könnte den auch wunderbar alleine lesen. Wobei der erste Band echt gut war. Was ich jetzt über den zweiten nicht unbedingt sagen kann. Aber worum geht es? Es geht um Liz. Sie arbeitet bei ihrem Daddy in einem großen Verlag und dort steht eine Beförderung an und sie ist sich sicher, sie kriegt diese Beförderung. Dem ist aber nicht so. Ihr Daddy stellt einen anderen ein und feuert Liz zu allem Überfluss auch noch. Jetzt könnte sie sich bei ihrem Freund trösten. Der ist ein gefragtes Model und sie sind gerade frisch zusammengezogen. Und sind auf einer Party und dann stellt Liz fest, er betrügt sie. Wunderbar. Ja, jetzt ist Liz ganzes bisheriges Leben so zusammengefallen wie ein Kartenhaus und sie will natürlich nicht mehr zu ihrem Freund nach Hause. Sie will aber auch nicht zu ihren Eltern nach Hause, weil auf die ist sie natürlich auch nicht gut zu sprechen. Und so will sie eigentlich am liebsten zu ihrer Oma. Ihre Oma, mit der sie seit Ewigkeiten keinen Kontakt hatte, weil ihre Mutter mit der Oma Streit hat. Aus unbekannten Gründen. Und sie lernt auf dieser Party einen Typen kennen, Mika. Und der sagt, ey, ich bin mit meinem Van unterwegs, ich mache so eine Europatour. Er ist eigentlich Schwede. Und ich bring dich zu deiner Oma. Komm, steig ein, so wie du bist. Ohne Geld, ohne alles. Ich fahre dich hin. Und Liz fährt mit ihm. Natürlich entwickelt sich dann zwischen Mika und Liz etwas und es ist halt ein Roadtrip quer durch Deutschland und später auch noch durch Schweden. Ja, das Buch war schwierig. Also, der erste Teil, Ben und Judy, war noch aus beiden Sichten geschrieben, aus der Sicht von Ben und Judy. Deswegen hat mich bei Mika und Liz schon etwas irritiert, dass jetzt nur aus der Sicht von Liz erzählt wurde. Ich habe auch gar nicht so richtig verstanden, warum das Buch Mika und Liz heißt, denn Mika taucht erst nach 20% des Buches überhaupt mal auf. Ah, das war schon schwierig. Und ich muss leider sagen, die ersten 20%, in denen Mika nicht mitgespielt hat, waren am interessantesten. Denn da gab es Drama, da gab es Zündstoff, das war interessant. Und ab dem Zeitpunkt, wo die dann mit seinem Van unterwegs sind, wurde das so voll banal. Oh, das war so langweilig. Und also Liz war ein interessanter Charakter, die wusste, was sie will und die war nicht so weinerlich, sondern die war okay. Also an der konnte man Spaß haben. Aber Mika, oh, der hatte irgendwie gar keinen Charakter. Der war so glatt. Und er hat Liz natürlich jeden Wunsch von den Augen abgelesen. Und oh, nee, also das war alles zu glatt. Und auch ab dem Zeitpunkt, wo die da in dem Van waren, es war alles so Friede, Freude, Eierkuchen. Und auch das Ende des Buchs, es war so, ja, Hauptsache alle sind glücklich, egal ob es zu den Charakteren passt oder nicht. Nee, da fehlte mir das Feuer, das es im ersten Teil noch gab. Also das war mir alles. Nicole Obermeier hat irgendwie probiert, das alles so glatt zu machen, wie halt in so einem Mädchenfilm. Also in so einem romantischen Film, wo alles zum Ende Friede, Freude, Eierkuchen sein muss. Nee, das war. Hat nicht gepasst. Fand ich nicht gut. Da fehlte irgendwie. Die Ecken und Kanten fehlten. Das war mir zu zwanghaft glatt poliert. Nee, mir hat auch nicht gefallen, dass das Buch Jahre nach dem ersten Teil spielt. Also Liz hat man im ersten Teil kennengelernt, aber sie hat da nur so eine Nebenrolle gespielt. Und da war sie halt noch, ich weiß gar nicht, wie alt die da waren, so 18 oder so. Und jetzt war sie halt schon Mitte 20 oder so. Und das war, also es waren, nee,
Hat mir nicht gefallen. Konnte ich nichts mehr anfangen. Dann habe ich mein erstes Weihnachtsbuch in diesem Jahr beendet. Nämlich, obwohl Buch kann man es nicht nennen, es war eine Kurzgeschichte. Aber Christmas Deal von Vicky Land und Penelope Ward. Hier geht es um Riley Kennedy. Sie arbeitet für einen Verlag und hat das Problem, dass sie öfter mal die E-Mails für ihren Kollegen aus der Zweigstelle bekommt. Denn der heißt Kennedy Riley. Und Kennedy nutzt das, wenn sie ihm das weiterleitet, öfter mal dafür, naja, sie so ein bisschen zu triezen. Und jetzt nimmt Riley sich vor, auf der Weihnachtsfeier wird sie ihm dafür mal ordentlich zur Rede stellen. Sie wird ihm mal eins reinwürgen und ihm sagen, dass das so nicht geht, dass sie so nicht mit sich umspringen lässt. Und ja, sie hat Kennedy vorher noch nie gesehen und natürlich sieht er verboten heiß aus. Er ist ein Bild von einem Mann und ach, zu allem Überfluss ist er auch noch ekelhaft charmant. Und so wird aus der Standpauke eher so Smalltalk und später auch ein bisschen tieferer Talk. Und ja, die beiden stellen fest, es sind jetzt die Feiertage und sie kommen aus gar nicht so weit abgelegenen Orten, wo sie zu ihren Familien fahren. Und ja, Riley erzählt Kennedy, dass sie mit ihrer Familie so ein bisschen Probleme hat und eigentlich nicht so gern dahin fahren möchte. Und so schlägt Kennedy vor, weißt du was? Ich komm mit. Ich komm mit zu deiner Familie und dann haben deine Eltern mal was zu gucken. So, dann hast du einen Freund und dann haben die da ein Gesprächsthema. Vorausgesetzt, du gehst dafür mit mir zu einer Familienhochzeit, ein paar Tage später. Und erst ist Riley total dagegen, aber dann kommt das natürlich, wie es kommen muss. Und ja, die beiden fahren doch zusammen zu ihrer Familie. Und ab da entspinnt sich halt eine super süße Liebesgeschichte. Und man muss es wirklich sagen, es ist einfach zuckersüß. Also Keeland und Ward wissen halt, wie sie schreiben müssen. Die sind einfach Zucker. Ich muss sagen, mir fehlt manchmal so ein bisschen der Wortwitz in der Übersetzung. Also ich habe das Gefühl, wenn man die im Original liest, sind die ein bisschen pfiffiger. Aber trotzdem ließ sich das echt gut lesen. Und ja, ich habe es ja schon öfter gesagt, die beiden Autorinnen schaffen es einfach, ihre Figuren halt in so total absurde Situationen zu werfen. Und es ist auch wieder hier so. Es ist einfach absurd. Und obwohl die Geschichte nur ein bisschen über 100 Seiten hat, ich weiß gar nicht, 170 oder so. Also es waren keine 200 Seiten, glaube ich. Es war relativ kurz. Ich hatte nicht das Gefühl, dass da etwas fehlt. Also man hätte natürlich auch ein großes Buch draus machen können. Aber es war gar nicht nötig. Ich habe mich total gut unterhalten gefühlt und war auf jeden Fall das Geld wert. Hat mir gefallen. Fand ich gut. Dann habe ich nochmal bei einer Lovely Books Leserunde mitgemacht. Und zwar einer Fantasy-Leserunde, was bei mir immer so ein bisschen kritisch ist. Aber das Buch hörte sich so cool an. Also habe ich da mitgemacht und auch das Buch gewonnen. Nämlich Andrew im Wunderland, Luden City von Fanny Bechert. Hier lernen wir Andrew kennen. Andrew ist Verkäufer im Walmart und spielt in seiner Freizeit am liebsten Videospiele. Da spielt er dann sowas wie, ich glaube, das sollte sowas wie Warcraft oder sowas sein. Ich habe von Computerspielen ja nicht so viel Ahnung. Ja, er ist da ziemlich begnadet in diesen Spielen und nach dem Spiel geht er mit seinem besten Kumpel in eine, ich weiß gar nicht, was das sein sollte, eine Stripbar oder sowas. Al Bundy würde jetzt sagen, eine Tittenbar. Also irgendwie so eine Stripbar, Stripbar muss das gewesen sein. Und ja, dort tönt sein bester Kumpel halt rum, was für ein begnadeter Computerspieler Andrew ist. Und trotzdem ist Andrew eher so, ja, der Durchschnittstyp. Also gerade in Begleitung seines besten Kumpels, der wohl Kohle hat und gut aussieht und die Weiber umschwirren ihn, kommt halt raus, dass Andrew nur so ein echt durchschnittlicher Kerl ist. Nicht besonders tough, nicht besonders gut aussehen, nicht besonders reich. Also er ist einfach so ein, ja, 0815-Typ. Und umso mehr erstaunt es ihn, dass da eine Frau auftaucht in einem, ja, so Häschenkostüm, so, die irgendwie ein bisschen scharf auf ihn zu sein scheint und in seinem, oder zumindest denkt er das in seinem besoffenen Kopf und denkt, oh mein Gott, ich muss sie heiraten
und folgt ihr. Er folgt ihr in ein Separé und auf einmal ist sie aber weg und er trinkt dann etwas, woraufhin er auf einmal in einer Art Wunderland aufwacht, in Loon City. Und dort findet er auch die Dame aus der Bar. Allerdings ist sie jetzt ein Kaninchen. Ein riesiges Kaninchen. Und sie hat Andrew mit in ihre Welt genommen, da sie glaubt, er ist ein Magier, der Luden City von der Unterdrückung befreien kann. Denn dort leben Menschen und ja, solche Figuren wie sie. Also wir hatten da Kaninchen und Gemüsemänner, also mit irgendwie Karotten als Händen oder sowas, glaube ich, war das. Und also so richtig absurde Figuren, Fischmänner, alles. Also ja, und die werden von den Menschen unterdrückt. Und ja, diese Dame. Ich habe ihren Namen vergessen. Und das Kaninchen ist halt jetzt der Meinung, Lola hieß sie, Lola, ist jetzt halt der Meinung, Andrew kann diese Welt befreien. Aber er ist ja gar kein Magier. Das dachte Lola nur, weil sie halt in seine Welt gereist ist und der Kumpel von Andrew da so rumgetönt hat, dass er halt so ein guter Magier in dem Spiel wäre. So, wie kommt Andrew jetzt aus dieser Sache wieder raus? Also dafür, dass ich ja sonst nicht so der krasse Fantasy-Leser bin, fand ich diese Welt sehr cool. Das liegt aber wahrscheinlich auch viel an Fanny Bechers Schreibstil. Denn sie hält sich kurz, hat jetzt nicht so ausschweifende Sätze, aber sie schafft das halt trotzdem damit, die Szenen lebendig werden zu lassen. Und das war echt cool gemacht. Überhaupt die ganzen Wesen fand ich total cool. Und die waren auch alle größtenteils wirklich sehr sympathisch. Das war wirklich süß gemacht. Und ich fand auch, dass die Autorin sich Szenarien ausgedacht hat, die wirklich kreativ waren. Da gab es Szenen, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Das war der Wahnsinn, wie sie sich das ausgedacht hat. Das war wirklich, also das hatte den Begriff Fantasy wirklich verdient. Insgesamt hat mir Luden City also wirklich gut gefallen. Es war ein toller Schreibstil, tolle Personen, Charaktere. Man hätte hier und da noch ein bisschen was ändern können. Unter anderem auch, dass Andrew echt viel mit seinem Unterleib denkt. Das war so ein Klischee, das ging mir so auf die Nerven. Also in der Bar konnte man das, als er am Anfang betrunken war, konnte man das noch so hinnehmen, aber es hörte nicht auf. Er kommt in diese Welt, nach Luden City, also in dieses Wunderland, ist dort umgeben von super krassen Figuren, die er ja noch nie gesehen hat. Und sein erster Gedanke ist, och, als Kaninchen sieht die Alte aber auch geil aus. Ey, als ob der keine anderen Probleme hat. Und ich habe das der Autorin in der Leserunde auch so gesagt. Sie hat das ein bisschen abgewunken und meinte, ja, das ist halt, so sind Jungs in dem Alter halt, so Anfang 20. Nee, das ist ein beschissenes Klischee und das hätte sie nicht nötig gehabt. Ganz einfach. Ich hätte das hätte man alles, man hätte diese Denkweisen später noch viel cooler einfügen können. Aber das ist halt Meckern auf hohem Niveau. Ich fand das Buch wirklich unterhaltsam, war cool, hat Spaß gemacht und ich werde den zweiten Teil auf jeden Fall auch lesen. Ich habe das Gefühl, dieser Lesemonat wird ein bisschen länger. Tut mir leid, aber ihr könnt ja auch zu den entsprechenden Büchern skippen, ne? Ich habe irgendwie so viel zu erzählen. Ja, als nächstes habe ich ein Buch gelesen, eine Biografie, von der ich etwas enttäuscht war. Nämlich die Biografie von Xatar. Ich habe inzwischen gelernt, er heißt Xatar und nicht Xatar. Alles oder nichts, bei uns sagt man, die Welt gehört dir. Auf dieses Buch bin ich nur aufmerksam geworden, weil ich ja irgendwann mal die Biografie von Schwester Eva gelesen hatte. Eine Rapperin, die bei Xatars Label gesigned ist. Und da wurde er so am Rande erwähnt und ich dachte, es hört sich cool an. Aber ich bin etwas enttäuscht. Worum geht's? Ja, Xatar wächst im Bonner Ghetto auf und rutscht da immer mehr in das kriminelle Milieu ab. Er fängt als kleiner Drogendealer an und das wird halt immer, immer, immer größer. Er treibt Schulden für andere Leute ein.
Er sieht, wie auf Leute geschossen wird. Also Brutalität, Gewalt ist Alltag. Aber er ist halt nicht nur der Kriminelle, sondern er ist auch sehr musikalisch begabt. Und er träumt davon, amerikanischen Straßenrap nach Deutschland zu bringen. Also er ist halt nicht nur dieser Gangster, sondern er geht auch auf eine Musikschule und baut sich nach und nach sein eigenes Label auf. Das läuft so mäßig am Anfang und dann irgendwie immer besser und er braucht aber für dieses Label Geld. Und dann kommt noch dazu, er hat sich durch seine kriminellen Geschäfte so verschuldet, dass er schließlich einen Goldtransporter überfallen möchte bzw. muss, um sein Label wieder hochzubringen und seine Schulden abzuzahlen. Und dass das kein einfaches Leben war, und so, das muss ich euch wohl nicht erzählen. Und auch die Tatsache, dass er in diesem Buch über diesen Goldtransport erzählt, zeigt wohl, dass das nicht ausgegangen ist, ohne dass die Polizei ihn erwischt hätte. So, aber warum fand ich das Buch denn jetzt nicht gut? Ganz einfach. Kennt ihr diesen Onkel auf Familienfeiern, der sich immer ein bisschen zu schnell einen reinbechert, immer ein bisschen zu schnell besoffen ist und dann anfängt zu erzählen und man weiß, so großspurig wie er erzählt, ist sowieso nur die Hälfte wahr? Ungefähr so kam mir von Anfang an das Buch von Khatar vor. Ich weiß nicht, woran es lag. Ich habe mal ein Interview mit ihm gesehen, dass er wohl seine krassesten Sachen aufgeschrieben hat und ihm der Verlag hinterher gesagt hat, du wirkst nicht menschlich genug, du musst auch ein paar gute Sachen erzählen. Und Khatar dann wohl meinte, ja, aber das interessiert doch keinen. Er hat dann wohl noch ein bisschen was reingeschrieben, aber das hat nicht gereicht. Es war einfach immer so ein Stück drüber. Also man hat ihm wirklich nur die Hälfte so abgenommen. Und da waren halt auch Sachen, die halt irgendwie nachweislich nicht so stimmen können. Da gab es eine Szene, dort ist er aus einem bestimmten Grund in einem Casino. Und er kommt dort mit seiner Mission, die er dort hat, nicht weiter und ruft dann jemanden an und derjenige schickt ihm so eine Art Kinderarmee. Irgendwie so, keine Ahnung, 12-, 13-Jährige, ein Haufen davon, die dann in dieses Casino gehen und mit Messern auf die Leute dort losgehen. Und das war in England. Wenn das passiert wäre, müsste man doch irgendwo davon was mitgekriegt haben. Und das meine ich nicht, dass ich das persönlich mitgekriegt haben müsste, sondern man müsste noch was darüber im Internet finden. Denn laut Khatars eigenen Aussagen wurde das wochenlang, monatelang in den englischen Medien breitgetreten. Ich habe auf Deutsch gesucht, ich habe auf Englisch gesucht, ich habe nichts gefunden über diesen Vorfall. Und da war das dann für mich so, da konnte ich ihm halt alles, was er erzählt hat, nicht mehr abnehmen. Also sagen wir es so, der Goldtransportüberfall war noch das Glaubhafteste in diesem Buch. Und das hat mich massiv gestört. Also, nee, ist das im Verlag keinem aufgefallen? Also, ich mache das ja öfter, wenn mich etwas in einem Buch interessiert, dann will ich halt da auch noch ein paar so Nebensachen zu ergoogeln können. Und also, dass man über diesen Überfall nichts gefunden hat, fand ich halt schon sehr merkwürdig. Also, nee. Also, ich weiß nicht. Ich fand es echt ein bisschen komisch. War kein gutes Buch. Da war ich auch echt ein bisschen sauer, dass ich halt dafür so viel Geld ausgegeben habe. Das hat als E-Book, ich weiß gar nicht, 16 € oder so gekostet. Ah, das war ein bisschen doof, ne? Also, weiß nicht. Ah, man kann ja nicht immer Glück haben. War nicht das beste Buch, das ich in diesem Monat gelesen habe. Dann habe ich ein Buch gelesen, das auch so mit Kriminellen zu tun hatte, mich aber wesentlich mehr überzeugen konnte als das eben. Nämlich Auf der Straße gilt unser Gesetz. Arabische Clans, ein Insider erzählt seine Geschichte von Khalil O. Das Buch wurde mir als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür. Das war echt gut. Es geht hier um Khalil, der
in einem arabischen Clan zu Hause war. Natürlich gehört er immer noch zu der Familie, aber er ist mittlerweile, er führte ein bürgerliches Leben und hat einer Reporterin seine Geschichte erzählt. Und da fängt er wirklich ganz von vorne an. Das fand ich total genial. Er erzählt, wie es dazu kam, dass es überhaupt so Clan-Strukturen gibt. Da fängt er wirklich in irgendwelchen arabischen Bergdörfern an. Er erzählt, wie es dazu kommt, dass so eine Familie, die, man sieht das ja immer in den Nachrichten, wenn die regieren ja so halb Berlin und so, also so Großstädte, da gehören ja hunderte Mitglieder zu einer Familie. Er erzählt, wie das überhaupt zustande kommt und dann erzählt er, wie das überhaupt ist, wie diese Strukturen in so einem Clan aufgebaut sind. Und das fand ich sehr überraschend, denn es ist nicht halb so mafiös, wie wir uns das vielleicht vorstellen mögen. Aber im Prinzip erzählt Khalil hier einfach nur seine Geschichte. Er erzählt, wie er mit seinen Eltern am Anfang in einem kleinen baden-württembergischen Dorf gewohnt hat und dort auf dem Land eigentlich ein relativ behütetes Leben geführt hat. Bis zu dem Zeitpunkt, wo dann immer die halbe Verwandtschaft aus anderen Städten kam und das Dorf, ja, da war dann halt immer Remi-Demi, ne? Und also so, wie wir uns das vorstellen. Also das war schon ein bisschen klischeehaft. Aber bei dem behüteten Leben blieb das dann halt nicht, sondern er erzählt dann, wie er in die Großstadt gezogen ist, nach der Trennung seiner Eltern und wie das alles langsam kam, dass er immer krimineller wurde. Das fing mit Ladendiebstahl an und später hatten die dann so eine Art Koks-Taxi, also wo die dann halt durch die Gegend fahren. Das gibt es anscheinend in der Großstadt für jemanden, der keine Drogen nimmt. Keine Ahnung. Die sind durch die Gegend gefahren und also man hatte angerufen bei so einer Telefonnummer und dann hat man gesagt, oh, ich brauche 2 Gramm und dann sind die dahin gefahren. Und ja, also eigentlich klassisches Dealertum, nur dass die halt mit dem Auto dahin gefahren sind. Und es wurde halt immer krimineller und so und das war echt interessant. Also wie das halt ist, warum also ich fand interessant, wie das so sich alles so verstrickt hat. So einer kennt einen anderen und wieder einer kennt irgendeinen Cousin von irgendeinem anderen Cousin. Und so bleibt das alles, was die tun, immer in der Familie. Aber es ging gar nicht nur immer um diese Clan-Struktur selbst. Es ging auch viel um diese arabischen Gepflogenheiten. Zum Beispiel erzählt Khalil, warum es einem Araber unmöglich ist, wenn der angepöbelt wird, dem Gegenüber keine reinzuhauen. Warum Streits häufig so eskalieren, das fand ich richtig interessant. Das war richtig aufschlussreich. Besonders interessant fand ich auch das Kapitel, wo Khalil über seine arrangierte Ehe berichtet. Das mutet auf uns Europäer so ein bisschen an wie so ein Viehhandel. Aber es war unglaublich faszinierend. Und generell fand ich dieses Buch unglaublich faszinierend. Khalil ist sympathisch, nicht immer. Aber das weiß er auch. Er weiß, dass er kein Unschuldslamm ist. Und ich glaube ihm, dass er vieles von dem, was er tut, heute bereut. Denn er führt heute eben ein ganz anderes Leben. Und ich glaube, er sieht vieles, was er damals getan hat, echt mit falschen Augen. Und er kämpft heute auch dafür, dass die Jugendlichen nicht so werden, wie es ihm passiert ist. Das war ein Buch, das hat mir echt geholfen, so über meinen Tellerrand hinauszuschauen. Nicht alles zu glauben, was einem vielleicht so im Fernsehen suggeriert wird. Und natürlich ist Khalil nur ein Einzelfall. Aber ich glaube, dass er schon viel Wahres in diesem Buch verarbeitet hat. Und es gab am Ende gab es noch so eine Art Nachwort von der Reporterin, die halt auch, oder Journalistin, die halt dieses Buch auch geschrieben hat. Da wurde halt nochmal über Clans und so geredet, was halt in Berlin vor allem so für Strukturen herrschen. Ich finde, der Teil hat mir da nicht mehr so gefallen, weil das war einfach zu viel Infodump. Also da war zu viel Information auf einmal. Das konnte man gar nicht mehr so richtig greifen und es war dann dadurch auch so ein bisschen langweilig. Aber den Hauptteil, wie Khalil von seiner Story erzählt, von seinem Leben, wirklich gut. Also das war wirklich ein sehr lesenswertes Buch und
Ja, einfach mal über den Tellerrand hinausschauen. Sehr cool. Ja, und dann kommen wir zu dem Buch, das ich abgebrochen habe. Viele ahnen es schon und haben mir auch dazu geraten, es abzubrechen. Die Rede ist von Emily Bones, Die Stadt der Geister von Gesa Schwarz. Es geht hier um Emily, die eines Tages aufwacht auf einem französischen Friedhof und tot ist. Sie ist ein Geist. Und sie soll sich jetzt mehr oder weniger in den Friedhofsalltag als Geist einfügen. Sie soll da eine Gärtnerstelle einnehmen und zu so, ja, Friedhofsversammlungen gehen und einfach einen ganz normalen Alltag genießen. Auf diesem Friedhof wohnen Skelette und halt so lustige Pflanzen und so und Zombies und alles ist da vertreten. Also eine sehr fantastische Welt. Allerdings bekommt Emily sehr schnell mit, dass sie wohl keines natürlichen Todes gestorben ist, sondern ermordet wurde von einem übernatürlichen Wesen. Und sie will sich jetzt ihr Leben zurückholen, das ihr unrechtmäßig genommen wurde. Ach ja, war nicht mein Ding. Irgendwie habe ich zu dem Zeitpunkt noch geglaubt, als ich das angefangen habe zu lesen, dass es mir vielleicht zu fantastisch ist, zu Fantasy. Also, ich mag ja eher so Urban Fantasy und das war halt echt wirklich halt eine ganz eigene Welt. Aber ich habe ja auch von Fanny Bechert den Andrew im Wunderland gelesen und das war auch eine Fantasy-Welt. Und da habe ich dann einfach gemerkt, mir gefiel wahrscheinlich der Aufbau des Buches nicht und auch der Schreibstil von Gesa Schwarz. Ich finde, es hätte dem Buch sehr gut getan, wenn das aus der Ich-Perspektive geschrieben worden wäre. War es nicht. Ich habe ein Drittel gelesen. Oder ein Viertel. Ja, auf jeden Fall über 100 Seiten. Und ach, es konnte mich einfach überhaupt nicht einnehmen. Mir gefiel das nicht. Das ging alles so schleppend und ach, ich weiß nicht. Ich kann dazu gar nichts großartig sagen. Es hat mich einfach nicht gerissen. Ich habe das Buch angeguckt und hatte so ein schlechtes, komisches Gefühl im Bauch dabei. Und dann hatte ich auch keinen Bock mehr, das zu lesen. Und habe es dann auch einfach sein gelassen. Also, es gibt so viele schöne Bücher und ich muss mich dazu da nicht hin, also mich nicht dazu zwingen, das zu lesen. Finde ich ein bisschen schade, denn die Aufmachung ist halt schon sehr geil. Also, es hätte mir so gerne gefallen. Ich wollte es unbedingt haben, das Buch, aber. Ich habe auch inzwischen gehört, dass viele mit dem Schreibstil von Gesa Schwarz halt nicht so klarkommen. Ja, es war wahrscheinlich so eine Mischung aus allem. Mir hat wahrscheinlich der Schreibstil nicht zugesagt und dann noch diese super krasse, fantastische Welt. Ich weiß nicht. Ist nicht so mein Ding gewesen. Nee, naja. Und dann habe ich ein Buch gelesen von einem der gehyptesten, super krassesten Autoren überhaupt. Sebastian Fitzek. Und es war das erste Mal, dass ich ein Buch von ihm gelesen habe. Denn der Klappentext klang ganz vielversprechend. Ja, worum geht es in Der Heimweg? Es geht um Jules. Er übernimmt für einen Kumpel die Schicht beim Heimwegtelefon. Dieses Telefon gibt es, diese Telefonhotline gibt es tatsächlich. Das ist sowas, wo Leute, bevorzugt Frauen, anrufen können, wenn sie von zum Beispiel von Partys alleine nach Hause gehen und einfach jemanden am Telefon haben möchten, der im Notfall Hilfe rufen kann und auch damit sie sich nicht so alleine fühlen. Und Jules, war früher Feuerwehrmann und deswegen ist er da auch ganz gut so drin. Also er ist, kann mit Leuten am Telefon reden. Und gleich sein erster Anruf an diesem Abend ist aber etwas seltsam, denn er hat eine Frau am Telefon, bei der mehr oder weniger rauskommt. Also sie ist sehr gehetzt, sehr panisch und es kommt raus, sie wird von jemandem verfolgt, der sie umbringen möchte. So, und dabei belassen wir es jetzt einfach mal. Das Buch spielt größtenteils über dieses Telefonat. Das fand ich schon mal sehr interessant. Aber natürlich verbirgt sich hinter der Geschichte noch viel, viel, viel mehr. Ich habe jetzt schon gehört, dass es wohl immer bei den Fitzek so ist, dass die eigentliche Geschichte nicht wirklich viel mit dem Klappentext zu tun hat. Das würde ich jetzt so gar nicht sagen. Es stimmt. Also das, was auf dem Klappentext hinten drauf steht, stimmt schon. Aber es entwickelt sich halt weiter. Ich habe das Buch übrigens als Hörbuch gehört. Denn ich war an dem Wochenende, wo ich das gehört habe, innerhalb von 2 Tagen, war ich krank.
und ich lag flach und konnte nichts machen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt hörst du den Fitzek. Und ich bin ein bisschen schockiert gewesen über diesen plumpen Schreitstil. Also ich dachte, er ist, wenn er der gefeiertste Thriller-Autor Deutschlands ist, wäre da ein bisschen mehr Substanz hinter, aber es war auch sehr platt. Also, wie er versucht, Spannung aufzubauen, also in einzelnen Sätzen, nicht als Gesamtkonstrukt, sondern mit einzelnen Sätzen. Also, das war so banal und so schlecht. Also, wenn ein Fitzek beschreibt, wie jemandem ein Messer in den Körper gerammt wird, ist das zum Gähnen langweilig. Da war ich richtig schockiert, wie schlecht das ist. Und trotzdem wird der Mann so gefeiert. Aber gut, das ist wahrscheinlich auch einfach Geschmackssache. Aber man lernt dann so nach und nach in dem Buch sowohl Jules, den Mann am Apparat, kennen und auch die Dame, die ihn anruft. Und da kommen dann halt so Sachen raus. Also beide haben sehr schreckliche Dinge erlebt und die sind auch teilweise recht brutal. Es wird hier sehr oft bemängelt, ich habe ja schon andere Rezensionen dazu gesehen, dass es wohl zu brutal sein soll. Also dem kann ich jetzt so nicht zustimmen. Ich habe wahrscheinlich schon Schlimmeres gelesen, keine Ahnung. Ich fand's interessant. Also die brutalen Szenen fand ich noch am interessantesten so. Aber ich gucke auch halt auch sehr gern Horrorfilme und so, ne? Von daher bin ich vielleicht ein bisschen abgestumpft. War schon krass, aber jetzt nicht so, dass ich jetzt denke, oh, das kann ich nicht lesen. Kommt wahrscheinlich drauf an. Ich habe ja, das ist ja mein erstes Buch von Fitzek. Also ich weiß ja nicht, wie er sonst schreibt. Das ist ja das Problem. Ich kann euch jetzt nicht sagen, ob es vielleicht anders ist als sonst. Ich habe es ja nur vom Hörensagen gehört, dass viele das jetzt zu brutal finden. Ich kann's nicht nachempfinden. Ja, also wir verfolgen also diese Dame und den Typen am Telefon und dann kamen diese wohl Fitzek-typischen Twists. Am Anfang fand ich die noch echt gut. Aber irgendwann wurde es mir zu absurd und zu konstruiert. Ah, das. Habe ich nur noch gedacht, was für ein Unsinn! Die Geschichte war so. Es war wirklich, ich kann es nicht anders sagen, es ist konstruiert. Es passt. Es baut aufeinander auf und es passt wie so ein Schächtelchen immer ineinander. Aber es ist trotzdem bekloppt gewesen. Also. Wäre es ein Film gewesen, was als Film nicht funktionieren würde, aber wäre es ein Film gewesen, hätte ich hinterher da gesessen, so, boah, ich will mein Geld zurück. Also, es war so bekloppt, so, es war wirklich, ich habe gedacht, was für ein Unsinn. Das konnte mich nicht packen. Nee, ich bemängel ja sowieso, weil sobald man merkt, dass etwas konstruiert ist und es sich nicht natürlich anfühlt, mag ich das nicht. Und deswegen konnte der Fitzek bei mir wahrscheinlich nicht zünden. Ich kann verstehen, warum man das mag und warum es einen einnimmt. Wie gesagt, ich fand es nicht unbedingt vorhersehbar oder so, gar nicht. Es passt auch alles zusammen, aber für meinen persönlichen Geschmack war das zu bekloppt. Nee. Also, wie gesagt, ich mochte den Schreibstil nicht, dann wurde das immer absurder irgendwie und nee. Also es wird ja als eins von 40 besseren Büchern bezeichnet. Vielleicht sollte ich mal eins von denen lesen, die die große Masse als schlecht abgetan hat. Vielleicht gefallen mir die ein bisschen besser, ich weiß es nicht. Was ich gerne noch lesen möchte, ist Achtnacht, weil das ja, da hat er sich ja sehr von The Purge, von den Filmen inspirieren lassen. Und ich bin ja ein großer The Purge-Fan, von daher würde ich da, glaube ich, dann, das würde ich vielleicht noch lesen. Und vielleicht ist er einfach nichts für mich. Kann ja auch sein. Ich meine, ich habe ja einen sehr komischen Buchgeschmack und vieles, was andere Leute feiern, damit kann ich nichts anfangen und das ist auch vollkommen in Ordnung. Lasst euch also von meiner Rezension nicht davon abhalten. Und dann habe ich noch ein Buch gelesen, das ebenfalls ein Rezensionsexemplar war, nämlich Die Nachbarin von Carolyn Corcoran. Hier geht es um Lexi und Harriet. Die beiden wohnen im selben Apartmentkomplex
Und sie wohnen so Wand an Wand. Und wenn die in ihren Wohnzimmern sind, können die sich gegenseitig hören. Also die Wände in diesem Apartmentkomplex sind sehr dünn. Lexi ist eine Frau, die freischaffend von zu Hause aus arbeitet, einen Freund hat und ja, die beiden haben einen großen Kinderwunsch. Dafür haben sie auch Sex nach Plan und alles und es will aber nicht so richtig klappen. Auf der anderen Seite wohnt Harriet. Harriet arbeitet ebenfalls von zu Hause aus. Sie schreibt irgendwie Songs für Musicals, für so Kindermusicals und so. Man hört sie den ganzen Tag Klavier spielen und abends gibt sie dann meistens Partys. Sie ist ein nach außen hin sehr geselliger Mensch und mag es, sich mit Leuten zu umgeben. Oft kommen dann einfach Nachbarn zu ihr in die Wohnung und betrinken sich da. Und ja, am nächsten Morgen sind sie alle weg. Ja. Und Lexi sitzt oft in ihrer Wohnung und denkt sich, oh, ich wäre auch so gern wie Harriet. Die beiden haben noch nie miteinander geredet. Sie kennen sich nur davon, dass sie sich gegenseitig bei Social Media stalken und halt von ihren Namen von dem Briefkasten her und haben sich auch von Weitem schon mal gesehen. Aber mehr wissen die beiden nicht übereinander. Also Lexi denkt, sie wäre so gern wie Harriet, so hübsch und offen und ein bisschen mehr so, ja, das Partygirl. Und das Lustige ist halt, Harriet sitzt auf ihrer Seite der Wand und denkt sich, oh, ich habe eigentlich gar keinen Bock auf diese ganzen Partys. Ich wäre gerne mehr wie Lexi. Ich will auch so einen Freund, wie sie hat. Ich will auch eine Familie. Ich will auch. Ich will auch. Ja. Und es passiert dann, dass Harriet aber nicht nur bei diesem Wunsch, bei diesem Gedanken bleibt, sie will auch, sondern sie will das alles in die Tat umsetzen. Sie will das, was Lexi hat, nämlich Tom, Lexis Freund. Ja, es steht Thriller drauf. Und nein, es ist keiner. Absolut nicht. Ich weiß nicht, ich könnte es nicht mal als Spannungsroman bezeichnen. Denn dieses Buch hat auf, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten hat er, 430 ungefähr. Auf diesen 430 Seiten schafft die Autorin es nicht, Spannung aufzubauen. Das war echt schade. Trotzdem war das Buch nicht langweilig. Das ist jetzt nämlich eine sehr absurde Mischung. Carolyn Corcoran hat einen Schreibstil, der einen immer weiterlesen lässt. Es war nicht so, dass ich mich durch die Seiten gequält hätte. Überhaupt nicht. Aber ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass was passiert. Denn über viele Strecken hat man das Gefühl, man liest immer wieder dieselben Szenen. Immer, immer wieder. Ach, das war. Habe ich nicht verstanden, warum das so gemacht wurde. Also, man könnte hier wahrscheinlich 150 Seiten mindestens rauskürzen. Es würde halt überhaupt nichts an dem Buch ändern. Es würde es aber auch nicht spannender machen. Denn das, was eigentlich spannend sein sollte, nämlich dass sich Harriet vornimmt, sie will jetzt den Freund von Lexi, das ist so, es ist irgendwie perfide, ihr Plan ist perfide, aber es ist halt trotzdem irgendwie langweilig. Es kommt auch relativ schnell raus, ich habe hier ein Haar. Es kommt auch relativ schnell raus, dass Harriet in ihrer Vergangenheit wohl etwas sehr Schlimmes getan haben muss. Etwas, wofür sie in einer psychiatrischen Klinik gelandet ist. Und dann sitzt man die ganze Zeit da, liest das Buch und wartet halt darauf, dass endlich enthüllt wird, was Harriet denn so Schreckliches getan haben muss. Und dann kommt endlich diese Szene. Und da habe ich echt gedacht, die Autorin will mich verarschen. Das war so banal. So lahm. Dafür habe ich mich dadurch gekämpft, dass das dann so banales Zeug kam. Auch der Showdown, der ja in so einem Buch irgendwann immer kommt, war einfach. Warum? Also, warum wurde das ganze Potenzial, das man hier haben kann, nicht genutzt? Ich weiß gar nicht, wer das war. Ich glaube, Büchertante
Katja hat gemeint, dass sie sich von diesem Buch erhofft, dass es so ist wie so ein bisschen wie weiblich ledig sucht. Single White Female. Ich weiß gar nicht, wer hat das Buch geschrieben. Es wurde auch verfilmt. In den entweder Ende der 80er oder Anfang der 90er. Da hatte sie sich erhofft, dass es so ein bisschen wäre. Gar nicht. Es ist einfach, die beiden Frauen treffen sich über einen ganz langen Zeitraum hinweg gar nicht. Es wird immer weiter beschrieben, wie Lexi einen sehr starken Kinderwunsch verspürt. Und ja, bei Harriet wird einem halt immer so Brocken hingeworfen, was sie denn getan hat, was sie in ihrer Vergangenheit erlebt hat. Und das ist aber einfach ein laues Lüftchen. Da ist kein Thrill in diesem Buch. Und ich, selbst wenn da jetzt Roman draufstehen würde, wäre es trotzdem irgendwie einfach kein gutes Buch, weil ich weiß nicht. Vielleicht ist das Buch was. Normalerweise sage ich ja immer, nur weil mir das nicht gefällt, heißt es nicht, dass es euch nicht gefallen kann. Aber ich wüsste jetzt halt auch nicht, wem dieses Buch gefallen könnte. Vielleicht, wenn du so ganz, ganz den Hauch von Spannung magst und einfach einen Roman von den Schicksalsgeschichten zweier Frauen lesen möchtest. Denn irgendwie hatte ich das Gefühl, dass die Autorin halt die Geschichten von zwei Frauen im Kopf hatte, zwei Leidensgeschichten, und sie dann irgendwie verweben wollte. Aber das hat irgendwie für mein Empfinden nicht so richtig funktioniert. Denn dabei mochte ich die Figuren zum Beispiel. Ich mochte Lexi. Die war ein bisschen, durch ihren Kinderwunsch war die ein bisschen sehr naiv. Also die hat Sachen gerissen, wo man sich als normaler Mensch denken würde, so, ey, wenn du einmal den Mund aufmachen würdest und man zum Beispiel mit deinem Freund oder deiner Familie oder deinen Freundinnen reden würdest, dann hättest du kein schlechtes Leben. Aber das hat man ihr irgendwie noch verziehen. Und auch Harriet, die mochte ich, weil die hat sich. Also beide Frauen hatten irgendwie immer so, die haben sich in einem ganz anderen Licht gesehen, als sie wirklich sind, als sie oft nach außen hin gewirkt haben. Das ist halt etwas, das können wir Frauen sehr gut. Wir erkennen unsere eigenen Vorzüge ja nicht unbedingt. Und wir machen uns oft schlechter, als wir sind. Und das fand ich wirklich gut. Also hier waren wirklich ein paar Passagen drin, da dachte ich echt so, wow, konnte ich mich richtig gut in die Charaktere einfühlen. Aber wie gesagt, es hat einfach nicht geklappt, das Buch, also diese beiden Begebenheiten zu verknüpfen. Schade. Hätte eine coole Story sein können, aber die hat bei mir einfach nicht gezündet. Wie gesagt, vielleicht, wenn ihr es ruhig mögt und einfach nicht diese Erwartung habt, dass ihr hier Spannung bekommt, dann könnte euch das gefallen. Es gibt ja wirklich Leute, die mögen diese ruhig erzählten Sachen. Dann kann ich es vielleicht doch empfehlen, ja. Aber ich habe nicht das gekriegt, was ich erwartet habe. Schade. Und zu guter Letzt habe ich dann noch ein Buch gelesen, von dem ich echt nicht gedacht hätte, dass mich das so positiv überraschen würde. Aber der Klappentext klang so cool, da musste ich dann doch mal zu gucken. Nämlich Space Age, bereit machen zum Start von Sarah L. Hudson. Wir haben hier ein Setting, das ich so noch nie hatte und das einfach unverschämt cool war. Nämlich die NASA. Das Buch handelt von Becca, die als Raumfahrtärztin praktiziert. Sie ist von der NASA eingestellt, um sich um die Gesundheit der Astronauten zu kümmern. Und während sie da mit einer Astronautin zugange ist und sie untersucht, bricht in dem Flügel, wo sie arbeitet, ein Feuer aus und die Feuerwehr muss anrücken. Und da taucht dann auch Feuerwehrmann Ryan auf. Und zwischen Ryan und Becca funkt es sofort. Und Ryan fragt Becca nach einem Date und sie will erst nicht so richtig. Dann schlägt aber ihre Astronautin schlägt dann vor, hey, du kümmerst dich doch hier um das Space City Tierheim und suchst doch da noch was Cooles, um Spenden reinzukriegen. Frag doch mal den Feuerwehrmann, ob die so einen Tierkalender machen, also nackte Männer und Tiere, so bam, als Kalender. Und dann treffen sie sich natürlich doch zum Essen oder um was zu trinken. Also nach außen hin halt, um über dieses Tierheimprojekt zu sprechen, aber eigentlich ist es ein Date. Das war so eine süße Geschichte.
Also, es ist auch mit romantischer Komödie deklariert und das trifft es wirklich gut. Also, Sarah L. Hudson hat so einen süßen Schreibstil. Wirklich niedlich. Das war einfach zuckerniedlich. Das war ein Buch, das war fast durchweg total harmonisch. Es gab nur einen Haken an dieser ganzen Becca und Ryan Story, nämlich, also für Becca gab es einen Haken, nicht für mich, sondern Becca ist 36 und Ryan ist 28. Und in Beccas Welt war er halt viel zu jung, denn sie will eine Familie und alles und heiraten. Und in ihren Augen war er viel zu jung. Das hat sich mir nicht erschlossen, denn also als ich 28 war, gab es in meinem Umfeld schon so viele Leute, die verheiratet waren und Kinder hatten. Also, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall. Das Buch war halt über weite Strecken so übelst harmonisch und hatte kein großes Drama und so. Und trotzdem war es voll interessant und hat Spaß gemacht. Das hätte ich so gar nicht für möglich gehalten. Aber die Autorin hat einfach so süß erzählt. Das war echt niedlich und das war so schön. Und also, ja, das Drama mit dem Alter, das war halt irgendwie der Aufhänger der ganzen Geschichte, um da halt noch ein bisschen Drama reinzubringen. War ein bisschen banal, aber es war trotzdem niedlich. Und auch wie damit umgegangen wurde, nachher war halt einfach süß. Und ja, manchmal sind Leute ja auch komisch. Es wurde auch erklärt, warum Becker so denkt. Und dann konnte man das auch schon wieder als, also konnte man besser verstehen, warum sie halt Ryan für zu jung hält. Es war ein tolles Buch. Und das Ganze, obwohl es nicht mal 200 Seiten hatte. Ich glaube, es hatte 170 Seiten oder so. Und es war aber trotzdem, ließ sich flüssig lesen. Man hätte hier und da was ausbauen können. Dann hätte es ein bisschen mehr Tiefgang gehabt. Aber es war einfach gar nicht nötig. Es war trotzdem süß. Es war richtig cool. Ich weiß, ich schwärme schon wieder so, ne? Jetzt wird mir wieder unten reingeschrieben, oh, du bist so süß, wenn du über Love Stories philosophierst. Ja, manchmal ist das so. Ich fand das einfach niedlich. Das war richtig süß. Kann ich total empfehlen. Da gibt es auch schon auf Deutsch einen zweiten Teil. Und ich denke mal, dass der dritte und letzte Band auch noch erscheinen wird. Der zweite kam nämlich erst jetzt irgendwann im November oder so raus. Ich denke mal, der dritte wird demnächst dann auch irgendwann kommen. Richtig geil. Also, wenn ihr mal Bock auf ein anderes Setting habt, das ihr so noch nicht gelesen habt, dann greift Space Age. Richtig cool. Ich fand's super. Ja, und das war's. Das war mein Lesemonat aus dem November. Ich weiß, ich bin total abgeschweift und hab so viel palavert. Aber es hat mir heute auch mal wieder richtig Spaß gemacht. Keine Ahnung, wer bis zum Ende durchgehalten hat. Könnt ihr mir ja mal unten in die Kommentare schreiben. Und wenn euch mein Gelaber gefallen hat und ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann dürft ihr das jetzt gerne tun. Ich würde mich sehr freuen. Und was war denn euer Lesemonat-Highlight? Was habt ihr im November gelesen, was euch so richtig geflasht hat? War da auch sowas dabei, wie für mich Space Age war? So eine Neuentdeckung, mit der man gar nicht gerechnet hat. Voll cool. Ja, mehr habe ich heute auch gar nicht zu sagen. Ich habe auch genug geredet. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Macht euch noch einen schönen Tag.